Ein Land zu zähmen, verfügt über 60% Einfluss meiner Kultur. Beweist eure Macht durch Überfälle. Lasst eure Krieger feindliche Lande in Ares Namen plündern, um euch zu bereichern und Furcht zu säen. Orphan their offspring. Fall upon them. The helping hand of fate. Ja, Agent kann hier weiter rumstehen, hat ja sonst nichts zu tun. A well-placed blade can avert a war. Ich erinnere mich wieder, was mich bei Troy gestört hat. Diese wundervolle, handelsfreundliche KI. Weil du denkst, wieso? Wieso wollt ihr alle handeln? So, mein Bronzeerlass ist durch. Und jetzt haben wir hier die Fraktion, wo du den Greifen kriegen würdest. Die Kontrolle aller Siedlungen in einer Provinz gewährt euch vollständige Herrschaft über all ihre Bewohner. Erlasse können in Provinzen verfügt werden, die ihr beherrscht. Erlasst einen Befehl und ermuntert das Volk dazu, euren Zwecken zu dienen. Aktionskosten von Agenten reduzieren. Kampagnengeschwindigkeit aller Einheiten. Das sehe ich jetzt noch nicht so wichtig als so wichtig an. Die Zufriedenheitssteigerung ist auch so eine Sache. Den Einfluss verstärken um plus 3 fraktionsweit. Dann wäre das hier auf 23. Show no mercy. Ich bin einfach in Sorge. Oh, ich breche die Stelle nochmal ab und greife jetzt den Greifen an oben. Damit ich den Greifen noch dazu bekomme für die nächste Belagerung. Ach komm. Das ist der Fehler, den ich vorhin auch gemacht habe. Ich habe mich da einfach zu sehr stressen lassen. Ich habe doch Zeit. Those who oppose me meet Hades. Too sick to hold a sword. Kannst da ein bisschen EP sammeln an der Armee? Kommt da einfach jemand anders? Zählt das dann auch für mich? Ist ja mein Verbündeter. Ja, es zählt auch für mich. Der Segen der Götter kann durch irdische Verehrung erbeten werden. Baut einen Altar zu Ehren eines Olympiers, um seine Gunst zu erlangen. Total Destruction. Danke, Verbündeter. Richtig nett von euch. Massacre the lot. Victory awaits us.
Dafür, dass du mir geholfen hast, werde ich dir jetzt erstmal Nahrung abzapfen. Was fehlt mir leider noch? Gute Nacht, Flo. Also, schlaf gut. Das ist auch okay. Ihr könnt meinen Stein gerne haben. Der Greif futtert zu viel. Holz tausche ich nicht. Bring their doom. Hold your nerve. So, und jetzt wirkt Verschleiß auf die Truppe unten. Heil dir, geschützter Anlegeplatz, der aufgebaut wurde. Ups, ihr habt ja Fähigkeitspunkte noch. Und du kriegst Fähigkeitspunkte, weil du rumstehst. Also dieses Spiel bekommen wir bei Epic umsonst? Nein, dieses Spiel hast du beim Release eine Zeit lang auf Epic umsonst bekommen, Alex. Inzwischen, ist das kaufbar? Vor allem haben die jetzt den Steam-Release bald. Ich weiß gar nicht, wie lang der Aktionszeitraum war. Ich glaube, einen Monat oder so konnte man das bei Epic kostenlos bekommen, direkt zum Release. Das war halt so eine Aktion damals. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Warum auch nicht? So, Gold will ich eigentlich nicht tauschen. In der nächsten Runde seid ihr tot. Das ging nur zwei Tage? Nee, es war nicht nur zwei Tage. Das war mehr als zwei Tage. Ich finde halt, man sollte nicht über unterschiedliche Stores fluchen. Steam hat eigentlich früher den schlimmsten Exklusivkram gemacht, den es gab. Momentan 37,49 bei Epic. Ich denke mal, in irgendwelchen Stores kriegst du das auch günstiger und das DLC, beziehungsweise es ist jetzt auch Steam Release. Also am 2. September kommt Troy auch für Steam endlich raus, oder beziehungsweise es kommt jetzt raus. Wie man das auch sehen mag, die Epic-Exklusivität hört halt auf. Aber seit wann ist das ein Abo nur noch 4 Euro kostet? Die Preissenkung von Twitch ist circa seit 3 Wochen. 2,5 Wochen. Das war am ersten Tag sogar nur ein. Es war nur ein Tag kostenlos. Das kam mir viel länger vor. Aber ich habe so viele Leute immer darauf hingewiesen. Wahrscheinlich, weil ich das schon früher spielen konnte. Nein, die Vergünstigung der Abos ist nicht scheiße für Streamer. Also im Moment ist es noch so, es haben mehr gesappt diesen Monat als vorher. This city is mine. Was auch ein bisschen durch Geschenksubs wahrscheinlich kompensiert wurde.
Man geht ja davon aus, dass die Leute eher gewillt sind, einen Support zu leisten, wodurch die durch die günstigeren Abos oder in die nächste Abo-Stufe hochgehen. Weil früher hast du 5 Euro für ein Abo so bezahlt, Stufe 1. Jetzt zahlst du, glaube ich, 7 Euro irgendwas für ein Stufe 2 Abo. Da habe ich aber noch keinen richtigen Effekt gespürt. Ein paar Leute haben das gemacht, aber nicht sehr viele. Naja. Die Leute hoffen halt einfach darauf, jetzt, dass mehr Leute sich bereit erklären, zu unterstützen, oder vielleicht sogar 2 Leute zu unterstützen auf Twitch, weil jetzt der Abo-Preis angeglichen wurde. A god among men. Nächster Monat ist September, obwohl noch nichts gesagt wurde, ob September dieses Mal überhaupt ist. Let my enemies beware. Ich glaube, so ist übrigens wirklich das, der optimale Start, also was ich gerade so spiele. Nicht 100% optimal, aber besser. Aber jetzt kommt es nämlich genau passend mit der Rebellionsarmee. Die wird aber gerade von meinen Verbündeten schon niedergemäht. Meine Siedlung ist mehr oder weniger als gesichert. Der erste Feind ist besiegt und jetzt kann ich mich um den im Nordwesten kümmern. Und kann hier Korinth oder von Einige links unten aus... Natürliche Ressourcen sind selten und nur in bestimmten Gebieten zu finden. Solche Orte können zwar erobert werden, doch die Ressourcen lassen sich auch tauschen, falls ein geeignetes Abkommen geschlossen wird. The Lord Marshal. Bleibt man in der Siedlung. Weil ich habe doch jetzt auch für die besseren Schützen das Upgrade. Strong in conflict. Might prevails. Also nicht Schützen, sondern für die berühmten Schleuderer. Indeed so. Lord of the Achaeans. Dann füllen wir direkt wieder auf. Discretion guaranteed. Poison is a subtle weapon. Sichtweite für die Begleiterarmee brauche ich nicht. Brunnenvergiften hat ein bisschen was gebracht. The Lion of Mycenae. Achso, ich kann Erlass machen, weil Verbündeter in Treuzen sitzt. Dann lass uns hier Spiele organisieren. Und dann können wir auch die nächste Stufe von den Zentaurenkriegern bauen, die hoffentlich vernünftiger ist als die leichten Zentauren, die einfach nur Banane sind. Fand ich jetzt nicht so dolle. Okay, der September ist 20% auf neue Subs und 20% auf die, die von Prime auf ein normales Bezahlabo wechseln wollen. Ich habe auch gesehen, es gibt inzwischen Rabatte. Also es gibt Rabatte für Stufe 1 Subs, wenn du ein halbes Jahr Subs oder ein Jahr im Voraus. Die gab es, glaube ich, vorher auch nicht. Das machen wir mal nicht. Da ist der Last, den wir jetzt unten in der Provinz haben, erledigt. Eure Kriegsbestrebungen können gestärkt werden, indem ihr eine weitere Armee einberuft.
Ja, und mehr Setzt Provinzen. Setzt einen Helden als neuen Befehlshaber ein. Und ihr könnt eine zweite Front eröffnen. Ich glaube, du siehst nicht richtig, wie viel... Kriege sind kostspielig. Doch selbst in Friedenszeiten kann hart verdienter Reichtum versickern, wie Regen im Sommer. Was ist passiert? Mythische Monster suchen die Reiche der Menschen heim und verbreiten Furcht und Schrecken. Expeditionen auf die Jagd nach ihnen auszusenden, könnte in einer gewaltigen Schlacht enden, durch die ihr die legendärsten Bestien für eure Sache rekrutieren könnt. Ereignis ist grau. Ah ne, doch nicht. Ach, Zeus hat meine Gebäude beschädigt. Und zwar nicht ohne, ey. So eine Kacke. Ich glaube, die zwei sind nicht so wichtig. Ach, da fehlt das Gold, deshalb. Na gut, dann müssen wir das nächste Runde machen. The mighty scepter. Sickness ends many ambitions. Können wir mal den Brunnen vergiften. Plus 2% Schaden an allen Einheiten durch Gift, nachdem ihr erfolgreich wart. Rich beyond compare. Keine Sorge, damit dafür gehen wir gerne aufs Schlachtfeld. Weil die Berechnung ist zu hoch. Sieht ein bisschen aus, wenn man gegen Jotunheim zieht. Frostriesen. Der Kult der Hydra hat das Fleisch der Bestie verzehrt. Und dadurch übernatürliche Kräfte erhalten. Gleich ihrem Schlangenidol bedecken sie ihre Klingen und Pfeilspitzen mit Gift, um ihren Feinden einen schmerzhaften Tod zu bereiten. Die bloße Berührung des Blutes der Gifttrinker ist für Menschen tödlich. Am außergewöhnlichsten sind jedoch die Hohepriester, die Giftexplosionen über ihre Feinde niedergehen lassen. Und ihre Verbündeten auf dem Schlachtfeld mit ihren dunklen Zaubern. Das ist der übrigens. Es ist eine einzelne Einheit, der Hydra-Priester. Ja, wieso nicht? Also danke, schon danke an alle im Chat, die diesen Monat etwas mehr Geld hier gelassen haben als vielleicht sonst. Auch wenn ich gerade gedanklich und namentlich wahrscheinlich nicht alle erwähnen könnte. Weil ich kein Namensgedächtnis habe. Das hat nichts mit euch zu tun. Das war schon immer so. Ich erinnere mich auch nicht an Namen von früheren Schulkameraden oder sowas. Yeah.
musst du Kompensationsstunden machen, also Streamzeit, um die Zahlung auszugleichen. Dazu muss ich sagen, dass die Durchschnittszeit, die ich gestreamt habe, angeblich im Monat, worauf diese Berechnung beruht, ein absoluter Witz ist. Ich wurde nämlich auf 164,7 Streamstunden festgelegt, die ich streamen müsste, damit Twitch meine Zahlung ausgleicht für meine Verdienste im Stream. Und über 160 Stunden Streamzeit. Ich glaube, ich war einfach die Monate zu aktiv. Ich hätte die Schlafstreams nicht machen sollen, die zwei witzigen, die ja einfach mal 20 Stunden on top sind. Jeweils. Die brechen mir das Genick, weil Twitch hat ja vorher nicht großartig kommuniziert, dass das kommen wird. Da habe ich mir das anders überlegt. Da habe ich nicht just for fun mal zwei Nächte durchgestreamt, bis ich wieder aufwache. Ja, wusste auch keiner was von. Was halt wieder kommunikationstechnisch 6 ist, setzen. Aber es ist denen ja egal. Man hätte ja sagen können, pass mal auf, in 2 Monaten machen wir Reduktion der Kosten, beziehungsweise die Subs wären günstiger. Stellt euch schon mal drauf ein, aber sowas gießt bei Twitch nicht. Bei YouTube wirst du auch mit Tatsachen konfrontiert. Da kommt nicht irgendwie, ja, wir machen jetzt das und das. Also außer du gehst auf die YouTube-Audience, die auf der Gamescom, was so ein kleines Gremium ist, wo man sich dann darüber unterhält, wo YouTube hingeht, dann kannst du dir sicher sein, dass das, was du an dem Tag hörst, kommt 3 Jahre später auf YouTube. Auch wenn die das an dem Tag so darstellen, als wenn das in 2 Wochen online geht. Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Euer Held wird angegriffen. Spears in good order. Hungry for glory. Destroy the farm. Foes beware. Ah, oh, schon für ein fieser Map. Ever mighty. Invincible. Got them. Your end is nigh. To glory. Na, die Sache ist einfach. Wegen dem Kommunikationsding, sag ich mal, wenn du eine Einzelperson bist und Diktator und Monarchie und schieß mich tot, da kann man schon mal so eine Idee haben, die um die Ecke kommen damit. Aber wenn man ein Multimillionenkonzern ist, beziehungsweise man hängt an einem Multimilliardär-Milliardenkonzern,
sollte man vielleicht davon ausgehen, dass das schon ein bisschen besser funktioniert. Aber es ist trotzdem meistens nicht so. My renown grows. Greatness awaits me. King Agamemnon. Ach, der geht jetzt nicht als tot. Plus 50% Sturmangriff von allen Einheiten oder Rekrutierung um einen Rang erhöht. Ich entscheide mich mal für die Ranggeschichte. Und zurück ins eigene Gebiet wieder. Remember this day. So, tut mir leid, Zentauren, ich finde euch nicht so pralle. Und dafür fehlt mir jetzt die Bronze. Infanterie mit Speer und Schild. Speermeister von Elysion. Resistenz gegen Flankieren. You will obey or regret it. Vor allem, es scheint so, als wenn die keinen Unterhalt kosten. Der Greif isst was und die essen gar nichts. Wahrscheinlich essen die Seelen. Sind, glaube ich, auch eine Art Geister. Ja. Und das ist ein langfristiges Tauschgeschäft, das will ich nicht haben. Dubious skills of use. Sickness ends many ambitions. Wise in war. Serving Ares. Oh, deine 15er Garnisonsstärke. Ach, weil der da ein Wachhaus drin hat. Ach, du mich auch. Let my enemies beware. King Agamemnon.
the mighty scepter. The helping hand of fate. Mal jetzt einen chaotischen Krieg oder mal jetzt. Ach komm. Fall upon them. Show no mercy. Ich brauche die Ressourcen nämlich. Danke, FDAX, auf bessere Tage für die 20-Euro-Spende. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich sollte häufiger darüber reden, dass ich Steuern nachzahlen muss. Nein, ich will nicht einer von diesen Streamern und YouTubern sein, der alle 3 Monate meint, darüber zu reden, dass die Finanzen schlecht sind. Stattdessen lebe ich auf einem Stein und lasse mich von einem Wasserfall besprenkeln. Ah ne, das ist, wenn ich Martial Arts Champion werden will. Dann macht man sowas. Was ich privat sage, ist doch okay. Ich kann mich doch privat über Einkünfte beschweren. Ich hatte eine Steuerrückzahlung, da kann ich gut was abgeben. Dankeschön. Nee. Mit Gewerbetreibend hat man nie eine Steuerrückzahlung. Bekommt Verstärkung. I will. Acknowledge. Swords. Moving up. Javelins hold. Hydra. Warum wollt ihr euch nicht bewegen? Oh, danke Henning fürs Verschenken von 5 Community Subs. Vielen Dank. Irgendwie dieses Leuchten und Geist erinnert mich an Asterix und Obelix, wo die auf dem Feld der Toten übernachten müssen. Hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Ich wollte mal testen, wie stark das Gift ist. Ja, läuft ja über Zeit jetzt noch, aber naja. Was könnte der Pakt der Bestrafung? Fügt sich selbst Schaden zu, einer wird in die Unterwelt zurückgeschickt. Danke, Kanvor, fürs Extenden deines Subs. Vielen Dank.
war erwiesen. Ihr seid Geistertruppen. Prügelt einfach. Prügelt einfach die Scheiße aus den Feinden. Stoppt, greif, weg da. Der Held will dich niedermähen. Euer Held wird angegriffen. Gute Nacht ein. Sieht nach einer schönen Stadt aus, die du angreifst. Ja, jedenfalls auch so lange, bis ich sie total zerfetze. Krieger verlieren den Mut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Centaurs, as you wish. Indeed, as you command. At once. Understood. Make them suffer. Jetzt haut doch eben da kurz die paar Leute noch um. Kann nicht so schwer sein. Und du lass dich nicht von den Schleuderern ärgern. Mir platzt gerade die Hose. Spear!
Bald gehört der Sieg. Geh nach Argeos und mach den platt. Now you die. Richtig, Zeit zu sterben. Dum 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 dum. I can smell your fear. Seriously, shut up. Mein Gott. Nach einem Treffer mehr Blut verloren als beim Blutspenden, ey. Der Feind hat einen Siegpunkt verloren. Geht doch. Agamemnon. So, das kann sie erstmal auflösen. Ja, lasse ich das Ausbeuterding doch drin. Für den Moment. Drückt zwar das Wachstum meiner Hauptstadt, aber wird schon. Lord of the Achaeans. Mehr Moral von Einheiten. Weniger Verschleiß in der Armee des Helden. Plus 35% Einkommen durch Raubzüge. Plus 20% Bewegungsreichweite der Armee des Helden nach dem Gefecht. Mehr Nachschub bei Raubzügen. Ne, dann gehe ich lieber hier rauf. That's beyond me. Ja, Athen mag mich jetzt nicht. Well. Wegen dem Krieg, den ich hier unten angezettelt habe. Aber da habe ich ja wenigstens noch einen Verbündeten dazwischen. Der kann das vielleicht ein bisschen puffern. Ach so, die epischen Agenten. Die ja nur eine gewisse Zeit für einen kämpfen. Ach, toll, mein Daumen tut wieder mehr weh. Erstmal beim Orthopäden und der sagt, Röntgen bringt nichts, brauchen wir MRT. Machst du MRT-Termin. Obwohl, es geht eigentlich. Wie lange warte ich jetzt? 18 Tage, 19 Tage, bis mein MRT gemacht wird. Gar nicht so schlecht. Ne, Diagnose ist nicht alt. Mein Orthopäde hat gesagt,
Mächtige für die meisten Krankheiten sind sie noch zu jung, dass ihre Hand wehtut. Diese unvergleichlichen Krieger und grausigen Bestien erfüllen alle mit Schrecken, die töricht genug sind, gegen euch zu kämpfen. Muss ich diese Auswahl jetzt schon treffen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet? Ein MRT und Röntgen sind total unterschiedliche Arten der Erfassung. Und ein MRT ist aufschlussreicher, also nicht aufschlussreicher, aber es ist eigentlich eine Stufe über dem Röntgen.